Wie viele schöne Abenteuer konnten wir schon erleben? Wir haben die vier Elemente in Avatar gelernt zu bändigen, haben Gravity Falls zu einem fliegenden Dreieck gerettet und gegen Titan gekämpft. Doch es gibt einen Cartoon auf Netflix, der deutlich nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl er meiner Meinung nach ein Must-Watch für alle ist. Die Rede ist von Kipu and the Age of the Wonder Beasts. Und sollten euch Videos rund um solche Themen gefallen, dann lasst doch eben ein Abo da, um so schnell wie es geht über neue Videos informiert zu werden. In dem Netflix-Cartoon Kipu geht es um das titelgebende Mädchen Kipu und wie sie in der Welt der Wundermonster überlebt. Denn der Großteil der Menschheit lebt nicht mehr an der Oberfläche, sondern versteckt sich unter der Erde vor den eben genannten Wundermonstern bzw. Mutanten, wie sie in der Serie auch genannt werden. Und auch Kipu lebte 13 Jahre lang unter der Erde, bis ein Unfall sie durch einen Abwasserkanal nach oben an die Oberfläche gespült hat. Dort erlebt sie einen Haufen an Abenteuern, lernt neue Freunde kennen und kommt ihrer rätselhaften Vergangenheit auf die Spur. Es gibt so viel, worüber ich sprechen könnte, und da ich mich ab jetzt nicht mehr zurückhalten möchte, gilt der Spoiler-Alarm. Also, am besten fangen wir da an, wo auch Kipu ihre Reise beginnt, an der Oberfläche. Und die Oberfläche jeder Animationsserie ist der Artstyle und, naja, die Animation. Der Artstyle bei Kipu könnte auf den ersten Blick ein wenig schlicht wirken, da er eher sehr kantig und glatt ist. Aber wenn man genauer hinsieht, ist die ganze Welt und die Charaktere in ihr mit einer atemberaubenden Liebe gemacht. Die Hintergründe zum Beispiel sind super schön. Manchmal will man einfach die Folge pausieren und sich dieses wunderbare Artwork anschauen. Das gleiche gilt für die Mutanten, da jede einzelne Spezies kreativ designt ist und man nie weiß, egal wie süß auch irgendeine Spezies sein mag, wie gefährlich sie in Wirklichkeit sein könnte. Was uns zu den Kampfsequenzen führt, die sehr gut choreografiert sind und sich je nach Situation und beteiligten Mutanten stetig anders, aber dennoch extrem gut gepaced anfühlen. Von einfachem 1 gegen 1 bis hin zu Mega-Mutant gegen Mega-Mutant ist alles dabei. Das gleiche gilt auch für den Soundtrack, der eine Vielzahl von Genres beinhaltet und sich ganz natürlich der Situation und den Charakteren anpasst. So haben wir actiongeladene Musik in den Kämpfen und in anderen Situationen einen ruhigen Klang, der die Emotionalität der Szene hervorhebt. Und wer kann den Song von der Legende Yam Yen widerstehen, gesungen von einem Haufen Katzen in Karohemden? Selten schaffen es Filme und Serien meiner Meinung nach Musik so gut, wie Kipu zu integrieren, da es tatsächlich auch eine sehr schwere Aufgabe ist, die Musik tatsächlich eine Art von Bedeutung zu geben. Ein gutes Beispiel sind die Guardians of the Galaxy Filme, die für ihre Musik und dessen Einsatz sehr bekannt sind. Und ein negatives Beispiel wäre aus dem Hause DC mit Suicide Squad. I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. Wo die Musikstücke einfach nachher in der Post-Production eingefügt worden sind, aber ohne ihre Szenen wirklich weiterzuhelfen. Bei Kipu ist es anders. Wenn dort ein Popsong über Freundschaft und Heldenmut benutzt wird, um die Beziehung zweier Charaktere zu vertiefen, dann tut der Song das auch. Was wichtig ist, denn die Charaktere in der Serie sind einfach nur sympathisch. Kipu wird am Anfang aus ihrer Heimat gespült und landet an der Oberfläche. Ein Ort, den sie nicht kennt. Aber auch wir Zuschauer kennen diesen Ort nicht. Und somit können wir diese mysteriöse Welt zusammen mit ihr kennenlernen. Und sind aber auch gleichzeitig genauso geschockt wie Kipu, als sie ihre Mutantenseite das erste Mal zu sehen bekommt. Ein Geheimnis, was wir als Zuschauer genauso gerne herausfinden wollen, wie unsere Truppe an Figuren. Dass sonst keine anderen Menschen, Mutant, Hybriden halt auf dieser ganzen Welt da gibt. Dann gibt es da noch Wolf, ein Mädchen, was ihren Namen sehr gerecht wird scheinbar, denn sie bevorzugt es, alleine zu sein. Aber nicht einfach nur, weil sie eine taffe Kämpferin ist, nein.
weil sie tatsächlich von einem Rudel Wölfe großgezogen worden ist, nur um dann von ihrer scheinbaren Familie verraten zu werden, da die Wolfseltern sie am Ende nur mit großgezogen haben, damit sie eine richtige Herausforderung sein könnte oder sein wird für die anderen Wolfskinder, um die Kunst der Jagd zu üben. Was das Ganze noch trauriger macht, ist, dass Wolf sehr lange gebraucht hat, sich überhaupt mit einem der anderen Kindern, also der anderen Wolfskindern, anzufreunden, und dann wird sie selbst von ihrer einzigen Freundin verraten. Wolf muss also über die Serie hinweg lernen, dass es auch Personen gibt, denen man vertrauen kann und denen man wichtig ist. Ich meine, wer kennt nicht dieses Gefühl, von anderen allein gelassen worden zu sein? Ein anderer herausragender Charakter wäre der Antagonist Scarlet Mane, der für mich anfänglich wie ein Schurke wirkte, der einfach nur böse und verrückt sein sollte, um unserer Truppe eine Gefahr zu sein, aber wie sich am Ende herausstellte, steckt hinter ihm eine weitaus tiefere Figur mit dem Namen Hugo, der eine Menge durchmachen musste und als Experiment entstanden ist und nachdem er besiegt worden ist, durch einen sehr guten Redemption-Arc gehen musste und man diese Charakter am Ende auch noch ins Herz schließt. Und das waren jetzt auch erstmal nur drei Charaktere, über die ich hier meine Loblieder gesungen habe. Ihr merkt aber, worauf es hinauslaufen würde, wenn ich hier über noch mehr Charaktere reden würde. Wir würden einfach nicht zum Ende kommen. Deswegen komme ich hier jetzt auch zum Fazit. Auch wenn es noch so viel mehr zu sagen gibt, aber dafür wird es bestimmt noch weitere Videos zu Kipo geben. Also schaut euch unbedingt Kipo an, falls ihr es noch nicht getan habt, oder wenn doch, dann schaut es einfach nochmal an. Es gibt so viel, was es an der Serie zu lieben gibt. Die Story mit allen Flashbacks und emotionalen Charaktermomenten, aber auch die Action ist einfach grandios. Und vergessen wir nicht die tolle Musik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder.